Grüß dich und willkommen zur TAP. Herausforderung im Blutzitter 6.2.2023 auf der Grafenaue Schwierigkeitsstufe Mittel im Standardmodus. Und das sind die Regeln. Du hast 60.000 Affendollar ein Startleben. Das Ganze spielt sich in Runde 63 ab. Affenwissen ist hier deaktiviert und die Bloons sind deutlich schneller als sonst. Okay, los geht's. Ich zeige dir hier zwei Lösungen und die erste Lösung ist super einfach. Nimm ein Klebstoffschützenplätzchen in etwa hierhin direkt an den Start, damit es so schnell wie möglich geht. Und dann machst du als Verbesserung 5, 2 und 0. Dann kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommen ja drei Wellen von Keramikbloons und unser Klebstoffschütze nimmt sie lockerlässig auseinander. Du kannst das Ganze auch übrigens mit dem Druiden machen mit 2, 5 und 0 als Lösung. So, das war glaube ich jetzt die letzte Welle und das ist Sieg Nummer 1. Ich bekomme hier 90 Affendollar und 35 Totems. Bei der zweiten Lösung werde ich zwei Affen mit Stufe 4 verwenden, falls du keinen Stufe 5 Affen hast. So, der erste Affe ist der Superaffe und der kommt hier so weit nach unten und so weit nach links wie möglich und bekommt als Verbesserung 0, 4 und 2. Und dann sagst du hier oben bei Zielvorgabe nahe und erster und dann nimmst du noch einen Mörseraffen. Wo ist er? Da ist er. Den platzierst du irgendwo hin, machst als Verbesserung 4, 2 und 0 und dann sagst du Ziel einstellen und setzt dein Ziel in etwa hier an dieser Stelle hin. Dann kannst du dein Spiel wieder schnell laufen lassen. Hier kommen wieder die Wellen von Keramikbloons und dank dem Mörseraffen und dem Superaffen werden die Keramikbloons verzögert. Hier die Stufe 1 beim Superaffen auf der letzten Reihe, die schleudert die Bloons ein bisschen zurück. Dadurch haben sie mehr Zeit, die Bloons zum Platzen zu bringen. So, das ist Sieg Nummer 2 und hier bekomme ich leider nichts mehr. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.